Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Woche und einem neuen Rezept. Wir machen heute einen richtig leckeren Sommersmoothie mit Banane, Erdbeeren und Ananas. Aber wir trinken diesen Smoothie anschließend nicht aus dem Glas, sondern aus einer Ananas. Auf geht's! Für den Sommersmoothie brauchen wir eine Ananas, 90 Gramm gefrorene Erdbeeren, eine halbe Banane, ein paar Erdbeeren zum Dekorieren, zwei Strohhalme und einen Holzstick. Als erstes schneiden wir jetzt sozusagen den Deckel von der Ananas ab. Dann nehmen wir uns ein Messer und schneiden ganz vorsichtig in das Ananasfleisch rumrum, keilförmig. Aufpassen, dass ihr nicht die Haut durchstecht. Anschließend nehme ich mir eine Gabel oder auch zwei und drehe das Fruchtfleisch raus. So sieht das dann hier aus, keilförmig, ja. Und dann könnt ihr noch mal ganz vorsichtig mit dem Messer noch etwas mehr Fruchtfleisch rausschneiden. Das ist ja nicht ganz so leicht, wenn man nicht sieht. Und ja, das Fruchtfleisch gebt ihr dann einfach in ein tiefes Tellerchen. Und so sieht anschließend dann unser Ananasglas aus. So, jetzt könnt ihr dieses keilförmige Fruchtfleisch einfach in Stücke schneiden, bis ihr nur noch den Strunk sozusagen in den Händen haltet. Den könnt ihr dann wegschmeißen. Und zur Deko habe ich mir jetzt hier noch so drei kleine Ananasstücke geschnitten. Den Rest des Fruchtfleisches könnt ihr jetzt dann auch in diesen Teller geben. So, jetzt kann es auch schon eigentlich losgehen. Und zwar habe ich hier jetzt die Ananas, die wir geschnippelt haben, also das Innere der Ananas. Dann habe ich hier die Erdbeeren, die Banane, das kommt jetzt alles in den Mixer. Und dann auch noch etwas Wasser. Ich gebe erst immer so ein bisschen dazu, dann gucke ich, wie flüssig es ist. Und je nachdem gebe ich eben noch ein bisschen mehr Wasser dazu oder eben nicht. Auf geht's! Sobald die ganzen Früchte in dem Mixer gelandet sind, könnt ihr dann auch etwas Wasser dazugeben und das Ganze dann schön mixen. Jetzt könnt ihr einfach mal probieren und sollte es noch etwas zu dickflüssig sein, könnt ihr einfach noch etwas Wasser hinzufügen. So, anschließend mache ich jetzt auf meinen Holzstick eine schöne Deko mit Erdbeeren und Ananas. Und so sieht das Ganze jetzt aus. Jetzt könnt ihr den Smoothie einfach nur noch in euer Ananasglas schütten und das Ganze reicht auch noch für ein anderes Glas. Kein Ananasglas, ein normales Glas. Und dann gebt ihr den Stick rein, den Deko-Stick sozusagen, zwei Strohhalme und fertig ist unser wunderbarer Sommersmoothie. Ich finde, der sieht richtig, richtig klasse aus. So, meine Lieben, das war's wieder für diese Woche. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich finde, dieser Ananas-Smoothie in einem Ananasglas sieht toll aus. Und es macht auch viel mehr Spaß, aus diesem Glas zu trinken, als aus einem normalen Glas. Ehrlich. Also, dieser Anblick weckt in mir komplette Urlaubsgefühle. Und ich habe auch Glück, denn draußen ist tolles Wetter. Oder wir haben Glück. Und ich gehe jetzt damit raus, genieße die tollen Sonnenstrahlen, trinke meinen Ananas-Smoothie. Und hoffe, dass wir uns nächste Woche hier wiedersehen, denn dann auch wieder mit einem neuen Rezept. Und bis dann euch eine ganz, ganz tolle Woche. Und bis bald. Tschüss.